Eigentlich wäre ich bereit für eine Dusche. Wäre wunderbar. Die Dusche ist bereit da. Regenschauer-Dusche auch. Müsste eigentlich nur anlassen. Wir sind beim Benno Portmann. Und seiner Sanitärinstallations AG. Benno, erzähl mal, was macht ihr ganz genau? Die ganze Palette, was man kann von Sanitär und Heizung? Wir fangen meistens an, dass wir vor Ort eine Beratung machen, was machbar ist, technischerseits von Sanitär und Heizung. Dann gehen wir ein bisschen weiter darüber hinaus und machen auch noch ein bisschen Belagsinformationen, was können wir für Wand- und Bodenbeläge machen, was gibt es für Möglichkeiten von Beleuchtungen. Da ist einfach rundum eine Palette, wo wir mal ein bisschen Inputs geben, mal ein bisschen Ideen streuen und dann schauen, wie das bei den Kunden anschlägt. Und dann meistens gehen sie in eine Ausstellung zum Grossist und gehen Sanitärapparate auslesen. Und dann kommen wir wieder zum Zug für das Technische und für die Offizierzwesen. Wie ist so der Trend im Moment? Das fragen die Leute am meisten. Meistens ist natürlich die bodenebene Dusche gefragt, wo mit Blättchenbelag reingezogen wird. Es muss einfach zum Putzen sein, es muss grossräumig, hell, warm sein. Die Leute bewegen sich mehr im Badzimmer. Sie verbringen lieber mehr Zeit im Badzimmer verbringen als früher. Es ist mehr eine Wohlfühloase. Man merkt das einfach immer wieder. Der Luxus hat auch hier keinen Halt. Man will auch hier immer ein bisschen mehr und ein bisschen bequemer haben. Der gute alte Duschvorhang, den gibt es fast schon nicht mehr. Nein, der ist definitiv so gut wie abgeschrieben. Der ist durch. Das ist einfach immer das Thema von ganzen nass werden und doch neben draußen spritzen und so weiter. Ja, das ist durch. Genau. Ist mit diesen Klosometli und dem Zeug? Ein Kollege von ihr hat das gesagt, er will nie mehr etwas anderes, der geht nur noch daheim aufs WC. Genau, das ist ein Vorteil oder auch ein Nachteil. Wenn man sich daran gewöhnt hat, will man nicht mehr anders. Wir sind natürlich hier noch die Kinderschuhe. Wenn man Richtung China und Japan und die Osten schaut, sind die viel weiter als wir. Bei uns hat es einiges auf dem Markt. Wir haben wieder viel mehr Anbieter. Nicht nur die einen, die man könnte, die Grossisten, sondern einfach auch noch Alternativen. Es ist im Kommen. Die einen sind noch ein bisschen skeptisch, die anderen sind voll begeistert. Da wird sich zeigen, wie weit das geht. Auch hier Luxus, den man gerne nimmt. Weißt du den Rhythmus? Weißt, die meisten haben ja mal ein Haus gebaut und haben die Sanitäranlage drin. Geht das 5 Jahre, 10 Jahre? Hat das Zeug sogar länger? Grundsätzlich hat das Zeug schon länger. Eine Wartung kann man so vielleicht ab 10 Jahren mal ein Hähnchen, das tropft und man muss revidieren. Das kann man sein. Ganz klar sind auch Boilerwartungen, die man nicht vergessen darf, dass man dort die Kontrolle ständig macht, dass man dort nicht das Technische vernachlässigt. Sei es auf der Heizung, dann schaut, ob die Umweltpumpe noch richtig tönt, die Energieaufnahme richtig da verstanden ist. Im Bad geht es natürlich ein bisschen länger, bis man da wieder eine Sanierung macht. Meistens hat das dann gute 20 oder 25 Jahre. Wie ist bei euch die Resonanz der Leute, die kommen? Haufen Stammkunden, Haufen neue? Sowohl als auch. Sehr viele Stammkunden. Wir sind sehr zufrieden. Für uns war es eine Premiere, das mal das erste Mal eine Gewerbeausstellung mitzumachen. Wir haben 04 gegründet und jetzt haben wir gefunden, jetzt sind wir an einer Grösse angelangt, wo wir dürfen mitmachen. Wir sind sehr positiv überrascht. Wir haben sehr gute Feedbacks. Wir haben Freude daran, dass die Leute auch Freude an unserem Zeug haben. Also durchs Band sehr positiv gestimmt. Also für uns sehr schön. Benno Portmann, merci vielmals. Danke vielmals. Schönen Tag noch. Merci gleichfalls. Also, wir machen weiter bei unserem Rundgang. Schlussspurt ist angesagt von der Expo Rundtal Plus.